Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da geht's wieder weiter. Ich wollte schnell einmal die Kiste noch suchen, aber ich weiß nicht, wo die ist. Kein Plan. Uns fehlt hier in dem Gebiet nur noch eine Nährstoffkiste. Und ich habe absolut keinen Plan, wo die letzte Nährstoffkiste ist. Habe eigentlich alles abgesucht. Ich habe eine doofe Vermutung und ich hoffe natürlich nicht, dass es so ist, dass wir haben ja hier ein paar Höhlen. Zum Beispiel hier vorne, die Höhlen haben wir ja aufgedeckt. Aber wir sind da nie durchgeschwommen, weil ich habe immer noch die Vermutung, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Höhle das dann eine Nährstoffkiste sein wird, weil das ist doch eher nur ein Durchgang hierhin. Glaube ich zumindest. Ah ne, es wäre doof, wenn da echt eine Kiste... Aber wenn das ein Durchgang wäre, wäre doch hier eigentlich auf das... Das ist echt doof, dass ich jetzt alle Höhlen schon entdeckt habe. Na gut, wir machen jetzt erstmal die Mission. Was müssen wir denn hier vorne machen? Das Ziel zerstören. Gut, dann machen wir das mal. Palim, palim. Alles klar. Scheiß Yacht, ey. Verpiss dich mit deiner Yacht. Nein, hör auf mich zu ballern. Möchte ich nicht. Goldarmaturen, zwei Disziplinen, runde Treppen und ein Mosaik-Swimmingpool. Die Châtelaine ist nach wie vor die zweitauffälligste Yacht von Port Clovis. Schön. Das ist echt schön. Nein, Potboy möchte gerade nicht mit dir kämpfen. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Wo kann hier noch die letzte Nährstoffkiste... Das geht mir auf den Sack. Wo kann hier noch die letzte Nährstoffkiste sein? Ich habe absolut keine Idee, wo die letzte Nährstoffkiste hier noch sein kann. Oh, alles Hammerhaie. Das ist doch der Hammerhai. Ja, ich glaube, das sollte eigentlich schwer sein. Ich glaube, das sollte eigentlich eine schwere Mission sein. Wie schon gesagt, wir haben ein bisschen gepusht, aber nicht. Davor. Alter! Hör mal auf mit dem Scheiß! Au! Da müssen sich doch eigentlich die Jäger hier freuen, die Jägerschnitzel, ne? Dass wir. Muss täglich über eine Tonne Nahrung zu sich nehmen, die hier im Golf größtenteils aus Hammerhaien besteht. Das ist der Hammer. Wie du dich bewegst in einem. Ah, nee! Mudi, hör auf. Wo könnte die letzte Nährstoffkiste sein? Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, okay. Nein, hör auf, mich beißen zu wollen. Das macht man nicht. Wirklich Bock, was zu machen, hat er auch nie so, ne? Ey, du, gehst du mal weg. Du warst der Falsche. Aber jetzt hat er keine Leben mehr, jetzt wird er aggressiv hier. Der Lümmel. Ach ey, Mutti, hör auf damit. Mann. Orca, hör auf jetzt. Ich möchte das nicht. Kann es sein, dass es hier allgemein gefährlicher geworden ist? Oder kommt mir das nur so vor? Oder bin ich den Gefahren eigentlich sonst immer... Umschwamm, okay. Nochmal, guck mal hier. Ja. Orkanoboy.
Mann! Wo ist denn hier, Diggerschen? Hä? Dann haben wir den jetzt noch mit dem letzten Biss bekommen, oder? Na gut. Ich dachte ja zuerst hier, das wäre sein Blut, aber wäre ein bisschen viel, ne? Okay, dann gehen wir mal. Ich weiß halt nicht, wo kann hier noch eine beschissene Nährstoffkiste sein? Das geht mir echt ein bisschen auf den Sack. Weil es ist halt nur noch eine, die uns fehlt, ne? Dann hätten wir hier auch alles wieder. Aber das ist halt auch echt ein doofes Gebiet. Gibt es hier irgendwo eine Insel? Also hier wäre eine Insel, aber da haben wir ja schon die Nährstoffkisten. Da können wir trotzdem nochmal gucken auf der Insel drauf. Und hier hinten hatten wir ja irgendwo eine. Ne, hatten wir nicht. Okay. Ja, das kriegen wir ja wohl hin, jo. Ist immer so geil. Oh Mann, hör doch mal auf, dich mit einzumischen. Mensch, ich hab hier ein Beef. Hallo, ich hab hier ein Beefy. Mach das, Manni. Da! Hier! Hier ist die Kiste. Ich glaube, hier ist die Kiste. Oh, geil. Da haben wir sie. Da. Jawohl. Oh. Hier vorne war die Kiste. Schön. Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Sorry, ich hatte Hunger auf Robbe. Aber schön, da haben wir wieder hier alles, ne? Da haben wir wieder alles. Das ist sehr schön. Oh ne, so kleine, ne? Um so kleinen weißen Hai würde ich mich jetzt ungern kümmern. Meine Angst war ja, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir nichts mehr finden. War ja zuerst so ein bisschen meine Angst, dass wir jetzt die letzten Sachen immer finden. Also die letzte Nährstoffkiste war ja nur noch eine. Aber gut, wir haben sie gefunden. Sehr gut. Und damit haben wir das Gebiet auch gleich zu 100%ig fertiggestellt, wenn wir jetzt hier die letzte Mission noch machen. Dann gehen wir dann ins vorletzte Gebiet, glaube ich, ne? Ne, ins letzte. Krass, wir gehen dann sogar ins letzte Gebiet. Okay. Ja. Da haben wir ja. Krass, okay, damit, ich dachte, wir hätten noch zwei Gebiete, aber stimmt, das Endgebiet haben wir hier schon gemacht. Hä? Hä? Ah, das hatten wir doch schon, ja, hatten wir schon, okay. Gut, es war nur, glaube ich, nur ein bisschen buggy. Da haben wir ihn. Nein, aua, zu spät. Damit kannst du mich verletzen, das wird zu gut. Da werde ich nämlich sauer. Den weißen Hai können wir jetzt auch noch als Snacky nehmen. Och ey, Mann. Potwal. Nerv mich jetzt nicht. Oh, ist das jetzt nervig, ey. Jetzt wollen ja echt alle was hier von mir, kann das sein? Gut, dann machen wir erstmal hier die Hammerhaie. Nee, Potball ist falsch. Der Orca.
Nee, kein Bock auf dich. Tschüss. Okay. Ich sehe schon hier Hammerhaie wieder töten. Ich will aber erstmal ein bisschen vom Pottball weg. Ja, es geht ja. Oh! Mann! Bitte nicht, Mutti. Tut doch weh. Damit kannst du Leute verletzen. Okay, nein. Pottball, hör auf. Es war doch... War das echt die ganze Zeit schon so gefährlich hier? Oder bin ich doof? Ach, Mutti, hör auf mit dem Mist. Der Bullenhai weiß, dass er sofort fressen muss, da das Fleisch des Hammerhais schnell verdirbt. Die wollen mich aber, ey, ihr wollt mich doch verarschen. Lasst doch, ich will doch nur hier, Mann, komm her. Jetzt bin ich aber sowas von weg hier. Tschüss. Die gehen mir aber auf den Sack, ey. Mann. Man hat ja echt nicht seine Ruhe, ne? Man will hier in Ruhe töten. Aber man darf nie. Was? Was machen hier unten Menschen? Okay. Das sind Jäger, okay. Die machen übel Damage. Was ist los? Wow. Durch diese ausgelaufenen Öltanker ein paar wirklich schlimme Fischverluste, aber man kann nicht bestreiten, dass sie der Wirtschaft eine Menge Geld bringen. Okay, ich sehe gerade, wir müssen jetzt die Menschen hier noch töten, aber... Aber wir gehen... Na gut, wir gehen erstmal zu den Hammerhaien. So, und ich hoffe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt irgendwie schon hier alles das Ende ist. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie jetzt, ich hoffe es natürlich nicht, weil ich möchte gerne noch das letzte Gebiet erkundschaften. Und ich weiß ja nicht, ob wir dann einfach weiterspielen können oder ob das Spiel dann einfach vorbei ist. Aber was ich mir nicht vorstellen kann. Ich habe das Gefühl, das ist hier so die Vorbereitung für die Leute, die noch nie Level 30 sind. Dass sie sich hier sich schön leveln können. Okay, da haben wir das auch. Dann können wir direkt hier zum nächsten Punkt machen. Aua, hör auf. Ich möchte das nicht. Nein, Jäger. Hört auf. Man merkt aber, die machen gut Damage, ne? Jawohl, da haben wir das auch geschafft. Weiter geht's. Frisst 10 Menschen, okay. Das. Ja, ah, hier oben.
Da hat sich nur ein Lümmel versteckt. Dann machen wir erstmal das hier. Hier müssen wir 5 Menschen töten. Es kommt mir wirklich so vor, dass hier so Vorbereitung ist für wirklich den Endkampf. Für die Leute, die vielleicht hier in die Level 30 sind. Der Tourismus in den USA nimmt weiter zu und verleitet Millionen von naiven Amerikanern zur Bestechung von Sonnenschirmverleihern. Ja, die suchen ja hier schon extrem nach mir alle, ne? Ich habe gehört, dass Captain Blighty seinen Schatz irgendwo hier versenkt hat. Ich finanziere seit 10 Jahren jedes Jahr eine Tauchexpedition. Ich habe ihn auch. Ich wollte jetzt eigentlich hier nie in eine größere Höhle. Ich dachte hier, wenn wir jetzt einfach Richtung der Map jetzt schwimmen, dass wir jetzt irgendwie einen Ausgang haben. Hä? Och, ey, wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Weg hier, will raus. So. Gut, da hätte ich auch den Eingang wieder als Ausgang nutzen können. Ja gut, egal. Port Clovis ist der Jagd überdrüssig. Und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Ah, nur fürs Erste. Also, es geht in ein paar Minuten weiter. Die machen jetzt immer Pause, Tea Time. Ruhen sie sich erstmal aus. Die hatten ja aber auch, ne, die hatten ja auch viel zu tun. Mensch. Die mussten im Boot hin und her schwimmen, mich suchen. Die müssten eigentlich nur den ganzen Leichen folgen. Die ganze Zeit. Die müssten die ganze Zeit einfach nur den ganzen Leichen folgen. Hier gebe ich euch noch einen Tipp. Hier ist ein Fischtod. Ganz selten, dass im Ozean ein Fischtod ist. Deshalb wissen die sofort, dass ich das war. Sofort. Sind das 10 Taucher? Oh krass, okay. Nee, da. Herr Schmerk hat die Gurren gar nicht mehr dazu. Der letzte. Ich bin als Teenager echt gern getaucht. Dieses Museum ist der erste Ort, an den ich ihn nach seiner Zertifizierung hin. Oh. Unter den Wahlen. Der Pottwal. Beef. Was? Level 60? Okay. Oh, krass, Alter. Was ist denn das? Geh mal zum Tierort, das sieht nie gesund aus, wie du aussiehst. Wenn das nervig ist, jetzt habe ich noch einen scheiß Jäger hier am Hals, ne? Gehen wir jetzt auch noch auf den Sack. Ich will von denen jedenfalls nicht getroffen werden, weil. Boah, Alter, ihr geht mir echt auf den Sack, verpisst euch. Au. Sag da au, hör auf damit. Ich möchte das nicht. Was geht eigentlich, ne? Wurde mit Pottwalöl praktisch die Welt betrieben. Jetzt können wir sie nur aus der Ferne beobachten und davon träumen, den wunderbaren Walrat aus ihren Schädeln zu zapfen. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal hier die 5 Menschen töten. Ah, wir haben alle vernichtet. Okay. Wir haben alle vernichtet, ne? Boah, der letzte. Wunderbar. Wir töten jetzt noch hier die ganzen Jägerschnitzel.
Hatte in Port- Die Universität schickt jeden Sommer Studenten zum Studieren der Riffe hierher. Wir haben wohl alle unterschiedliche Vorstellungen von Spaß im Sommer, oder? Ja, genau. Also ich zum Beispiel gehe gerne im Sommer mit Hain baden, ein bisschen kuscheln. Besser noch mit dem Pottwal. Das ist Kuscheln viel angenehmer. Manche gucken sich Riffe an. Mega langweilig. Schon Campylobacter enteritis, Kryptosporidiose, Leptospirose. Ich sag dir, Partner, das ist kein Witz. Danke, Partner. Okay. Dann gucken wir uns mal das neue Schiff von Pete an. Und ich denke mal, wir müssen dann in die neue Gegend. Hoffentlich. Ne, dass wir jetzt hier nochmal fighten müssen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, wir müssen dann in die neue Gehe. Achso, okay. Ich dachte schon, das wäre dahinter. Das sah gerade so aus, als hier ein Loch wäre. Das wäre mal ein cooles Easter Egg, wenn man einfach rausschwimmen könnte. An irgendeiner Stelle. Einfach rausschwimmen. Gut, ich bin gespannt. Dann gucken wir uns mal das neue Schiff an. Okay, I've had my fun for today. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Hai-Weibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Ich habe das gar nicht mehr gemerkt, dass wir noch Kopfgeld haben. Dass uns noch die Leute suchen. Die faulen Säcke. Naja, ich bin mal gespannt, was für ein schönes neues Schiff da hat. Oh ja. Pete hat ein neues Boot. Es scheint einige Funktionen zu haben, die für die zivile Nutzung wohl nicht ganz legal sind. Alter. Ein Torpedo. Ja, moin. Hast mich gefunden. Und nun? Pete, ich weiß nicht, was das alles ist, aber du machst uns Angst. Wovor musst du denn Angst haben? Bist du ein Hai? Pete, ich will das nicht, aber wir müssen wohl die Polizei einschalten und eventuell die Küstenwache. Ihr haltet mich für verrückt? Ich bin der normalste Mann, den ihr je gesehen habt. Es war nicht leicht. Aber wenn etwas, ein Hai, mir alles nimmt, gebe ich ihm dieselbe Chance, die mein Junge hatte. Keine! Und jetzt... runter von meinem Boot. Oder ich töte euch auch. Was zur Hölle? Okay, der ist ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Heute Abend gibt's Haifisch-Etouffee. Okay, der hat zum Glück nur die Kamera kaputt gemacht, aber der ist ein bisschen naja. Der sollte vielleicht mal mit einem Arzt reden. Sowas. Was für Probleme der momentan hat. Ich glaube... Pete hat ein beeindruckendes Kriegsschiff gebaut. Ich glaube... Aber reicht es für die prähistorische Macht eines Mega-Hais aus? Wie nur 98%. Ach, ich muss mich hier in dem Gebiet Pete stellen. Das ist wirklich der letzte Kampf. Ja, dann gehen wir in der nächsten Folge nochmal hier hin. Und jetzt gehen wir erstmal in die Grotte. Nein, aua. Wir müssen ja immer noch zwei Jäger töten, ne? Wir müssen ja immer noch zwei Jäger töten. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, was wir jetzt... Irgendwas Neues haben wir... Ist ja bestimmt Tier mit dabei, ne? Versteckter Knorpel war es nicht. Das war's so hier, ne? Feindliche Fische, die 50% kleiner sind als du, sind dir gegenüber neutral.
Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so interessant finde. Klar, man wird dann nicht mehr von kleineren Haien und sowas angegriffen, aber ob man das jetzt wirklich so dringend braucht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss!